Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video zeige ich dir mal, wie du auf deinem Kiox-Display vom smarten Bosch-System die Datenseiten konfigurieren kannst. Viel Spaß damit! Welche Daten sollen auf dem Display von deinem E-Bike angezeigt werden? Das ist eine sehr individuelle Entscheidung und deshalb hat Bosch jetzt endlich nachgelegt und mit dem Update aufs Modelljahr 2024 die Möglichkeit geschaffen, dass du diese Datenscreens auf dem Kiox-Display ganz individuell konfigurieren kannst. Diese Einstellungsmöglichkeit der Kacheln auf dem Kiox-Display steht dir sowohl auf dem bisherigen kleineren Kiox 300-Display zur Verfügung, als auch für das demnächst kommende große Kiox 500. Also da gibt es dann keine Unterschiede in der Konfiguration und bei den Möglichkeiten. Um dir die Konfiguration vom Smart System Bosch E-Bike zeigen zu können, habe ich hier von Rose Bikes ein Meyer Plus 4 bekommen. Das ist die edelste Variante von dem Rose Tracking Rad. Da ist zum Beispiel die Roloff-Nabe verbaut, ein Riemenantrieb und eine XT-Bremsanlage. Das Einrichten der Datenscreens zeige ich dir jetzt mal hier am Android-Smartphone. Es gibt ein paar kleine Änderungen zwischen Android und iPhone. Auf die Besonderheiten vom iPhone gehe ich dann später nochmal getrennt ein. Die Display-Konfiguration erreichst du über Einstellungen, Mein E-Bike, Display-Konfiguration. Da siehst du jetzt alle Seiten, die ab Werk mal hier vorhanden sind. Nachdem die zweite Ebene ja weggefallen ist, sind es ziemlich viele. Und jetzt kann ich dir mal zeigen, wie du einzelne Seiten löschen kannst, ändern oder auch neue Seiten hinzufügst. Da gibt es zum Beispiel hier eine Seite mit Durchschnittsgeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit. Du siehst schon, hier auf der Vorschau ist es immer auf Englisch, während auf dem Display ist es dann schon auf Deutsch übersetzt. Die Werte interessieren mich jetzt überhaupt nicht. Das heißt, ich kann entweder hier über Seite bearbeiten rein oder ich tippe einfach mal drauf und dann siehst du hier oben schon den Mülleimer und kannst diese Seite weglöschen. Du siehst hier unten, es ist jetzt die Seite 7 von 8. Und wenn ich zum Beispiel jetzt diese beiden Navigationsseiten weiter nach vorne ziehen möchte, dann gehe ich hier auf Reihenfolge ändern, nehme hier die Kartenseite und dann kann ich die entsprechend hier anpacken und nach oben ziehen und die passende Datenseite zu den Navi-Daten, die kann ich auch wieder dahinter reinpacken und dann auf Display speichern. Wenn ich jetzt bei einer dieser Seiten einfach nur einen Datenwert ändern möchte, kann ich hier auf Seite bearbeiten gehen und sage, ich möchte die Akkustand vom E-Bike nicht haben, sondern stattdessen die Gesamtstrecke, die insgesamt vom Fahrrad gefahren ist. Dann kann ich die einfach hier aus der Liste auswählen. Und wenn ich hier mal auf die entsprechende Seite rüber wechsle, dann sehe ich das auch gleich. Also insofern habe ich hier immer die Möglichkeit, die Daten nach dem Abspeichern live auf dem Display zu sehen. Was leider nicht möglich ist, dass du hier sagst, statt dem einen Datenfeld möchtest du jetzt zwei oder drei Datenfelder. Das ist nicht möglich. Insofern musst du hier dann sagen, Seite hinzufügen. Ich möchte jetzt ein Datenfeld mit zwei Werten und kann mir hier dann einmal diese Leistung und die Geschwindigkeit, also die klassische Bosch-Schnecke, anzeigen lassen. Und dann kann ich hier noch eine Reichweitenübersicht mir auch auf einer halben Seite anzeigen. Und jetzt habe ich hier eine neue Seite und kann jetzt sagen, die erste Seite, die schmeiße ich raus.
und mach Reihenfolge ändern und mach diese mit mehr Informationen angereicherte Seite als erste Seite, speichere das Ganze ab und so schaut es dann auf dem Kiox-Display selbst aus. Wenn du hier in Reihenfolge ändern gehst, dann kennst du die Möglichkeit des Umsortierens ja schon. Was ich mir hier noch gewünscht hätte, wäre, dass da unten die Möglichkeit gegeben wird, eine neue Seite einzubauen oder auch hier dieses übliche Wischen nach links eine einzelne Seite löschen. Also das finde ich auch ein bisschen kompliziert gebaut. Ansonsten findest du auch hier am Ende nicht die Möglichkeit, eine neue Seite hinzuzufügen. Wenn du dich irgendwie mal komplett verrannt hast, dann kannst du hier oben auf Einstellungen zurücksetzen gehen und dann findest du wieder die neuen Seiten, die ab Werk auf dem Kiox angezeigt werden. Für mehr Informationen zu allen möglichen Kiox-Datenfeldern vom smarten System, schau mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir einen Link zu einem Artikel bei mir auf dem Blog reingepackt. Da findest du alle Möglichkeiten aufgelistet und dazu noch ganz viele Tipps und Tricks dazu. Soweit also mal zur Einrichtung der Kiox-Datenseiten mit dem Android-Phone. Und jetzt gehe ich noch mal ganz kurz auf die Besonderheiten vom iPhone ein. Wenn du hier in die Display-Konfiguration reinschaust, sieht das auf den ersten Blick mal gleich aus. Allerdings, wenn du in Seite bearbeiten reingehst, dann kannst du hier zwar auch die Daten ändern und aufs Display speichern. Wenn du zurückgehst, wirst du gefragt, ob du abbrechen möchtest oder die Änderung verwerfen möchtest. Du hast gesehen hier, es gibt keinen Mülleimer zum Entfernen dieser Datenseite. Dazu musst du hier auf der Seite dann, die du entfernen möchtest, rechts oben auf die Punkte gehen und kannst hier die Seite, die gerade in der Hauptansicht ist, dann löschen. Seite hinzufügen funktioniert identisch wie bei Android. Beim Reihenfolge ändern siehst du hier diese klassischen iPhone-Anfasser mit den drei Linien, die du dann eben in die Hand nimmst und so die Reihenfolge ändern kannst und dann auch hier wieder auf dem Display abspeicherst. Weil es auch irgendwie zur Kiox-Display-Konfiguration dazugehört, zeige ich dir jetzt noch, wie du diesen einen Datenwert links oben in der Statusleiste von deinem Kiox konfigurieren kannst. Dazu gehst du nach ganz links, bestätigst Einstellungen mit der Raute-Taste, gehst dann runter zu Mein Kiox und kannst hier in der Statusleiste entweder den Akkustand, die aktuelle Uhrzeit oder die aktuelle Geschwindigkeit dir anzeigen lassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Sprache umzustellen, die Einheiten, die Uhrzeit, die Schaltempfehlungen, die ich normalerweise ausschalte. Und am Ende einer Fahrt möchte ich auch keine Zusammenfassung sehen. Die Helligkeit auf automatisch finde ich recht praktisch. Endlich sind die Datenseiten vom Kiox-Display individuell einrichtbar. Auch diese zweite Seitenebene über diese Rautentaste war ziemlich versteckt. Und was ich gehört habe, haben da viele Leute nicht gewusst, dass die überhaupt existiert. Jetzt hast du die Möglichkeit, da ganz individuell deinen Kiox für dich einzurichten. Ich finde, es funktioniert schon sehr gut über die App. Also sehr intuitiv, vielleicht dieses Löschen von Seiten, das ist noch ein bisschen versteckt, aber ansonsten kannst du da entweder ganz kompakt wenige Informationen anzeigen lassen oder du willst alle Informationen sehen und dann kannst du entsprechend viele Datenseiten da rein konfigurieren.
Hast du dein Kiox-Display bereits an deine Wünsche angepasst? Da würde mich mal interessieren, gehörst du eher zur Fraktion weniger ist mehr oder willst du alles sehen und hast da eine ganze Reihe von Datenscreens konfiguriert? Schreib mir da gerne mal deine Vorgehensweise unten in die Kommentare. An der Seite habe ich noch ganz viele weitere Bosch Smart Videos für dich verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.